Der Mensch ist keine Nummer. Die Verwechslung von Lada Pilhalova. Sie stand auf einem kleinen eisernen Balkon im Schein der untergehenden Sonne. Strahlen drangen durch die Blätter der Pappeln und schimmerten golden in ihrem Haar. Sie streckte der Sonne Gesicht und Arme entgegen. Die roten Petunien im Blumenkasten atmeten einen schweren Duft aus. Die Straße war an diesem Sommerabend ruhig, menschenleer. Das Kopfsteinpflaster der Gehsteige glänzte. Häuserwände strahlten unsichtbare Hitzewellen aus. Sie blickte zur Allee hinüber. Dort stand ein junges Paar. Beide lachten über etwas. Das Mädchen wich den ungeschickten Versuchen des Jungen, sie zu küssen, aus. Sie trug ein leichtes blaues Kleid und hatte ein Strohhütchen auf. Sie erinnerte sie an sich selbst vor 50 Jahren. Das schien so unendlich lang her zu sein und war doch so, als wäre es gestern geschehen. Damals lebte sie in einer Kleinstadt im Norden. Ihr Liebster hieß Hans und stammte aus der Familie eines Geschäftsinhabers namens Kraus. Sie verliebten sich ineinander, als sie noch als Wirtschafterin bei Krausens angestellt war. Erna war weise. Niemand kannte ihre Herkunft, aber trotzdem nahm sie Hansens Familie nach anfänglichen Unstimmigkeiten an und fand sich damit ab, dass Hans Erna heiraten wollte. Sie waren so glücklich, als sie unter den Bäumen einer Allee ihre gemeinsame Zukunft planten. Sie hielten sich an den Händen gefasst, und während sie der untergehenden Sonne nachsahen, verschmolzen ihre Schatten in einer einzigen. Vielleicht war es damals, als Erna ihrem Hans anvertraute, was sie von ihrer Familie wusste. Damals gab sie ihm einen kleinen Davidstern als Anhängsel, ein Geschenk ihrer Mutter. Er nahm das Geschenk an und versicherte, dass es ihm nichts ausmache, und überzeugte sie mit 1000 Küssen von seiner Liebe. Aber dann ging ihre Sonne für immer unter. Der Krieg brach aus und ergriff mit seinen Klauen das Herz der kleinen Stadt und das Herz ihres Liebsten. Zuerst küsste er sie seltener und wich ihr mehr und mehr aus. Später kam es zu Streitereien und Meinungsverschiedenheiten. »Warum lässt du mich allein?« hielt sie ihm jedes Mal vor. »Liebst du mich nicht mehr? Was liegt schon daran, was du bist, wichtig ist, wie es in deinem Inneren aussieht?« Immer wenn er in ihre braunen Augen sah, gab etwas in ihm nach. Er schloss sie in seine Arme, als wolle er beweisen, dass er recht hatte. Allerdings wurde ihre Wahrheit von einer anderen Wahrheit langsam überdeckt. Die Wahrheit der Mehrheit, die Wahrheit der Organisation. Diese Wahrheit, die alles Gute abwirkte, was noch in Hansens Herz verblieb, war und die eines Tages alles erstickte. An dem Tag benahm er sich wie ein Fremder zu Erna. Er küsste sie nicht und wich wie im Ekel von ihr zurück, als sie ihn streicheln wollte. Sie sah allem mit Befürchtungen entgegen. Er hielt ihren Blick nicht aus und drehte ihr den Rücken zu. Seine Stimme war schneidend kalt und fremd. »Wir müssen uns trennen«, erklärte er ihr kurzerhand. »Ich hoffe, du verstehst, dass ich mir das in der heutigen Situation und in meiner Position nicht leisten kann, mit dir in Verbindung zu bleiben. Das wäre weder für mich noch für meine Familie gut. Du musst schon verzeihen.«
Sie sah ihn verzweifelt an, aber etwas Hoffnung war noch in ihrer Stimme, als sie sich bemühte, ihn umzustimmen. Wie schon so oft zuvor. Er unterbrach sie roh. Such mich nicht auf und kriech mich nicht nach. Erna, es hat keinen Zweck. Wir sind uns nicht gleich. Du bist eine Nicht-Arierin. Aber Hans, wir haben doch schon so viel Widerstand überwunden. Sie legte eine letzte Liebeserklärung in ihre Rede. Der Vermögensunterschied war größer und trotzdem hast du der Kaufmannssohn um mich, ein Dienstmädchen, gekämpft. Hör auf, Erna, stieß Hans wütend hervor. Du solltest immer unser Haus verlassen, um es nicht weiter zu beflecken. Wenn ich bedenke, dass ich dich geliebt habe, schau, dass du wegkommst, jüdisches Luder. Sie fühlte, wie etwas in ihrer Seele zerbrach, wie eine zu sehr angespannte Seite in ihren Schläfen klopfte. Das Blut und ihr war, als hätte ihr jemand ein langes Messer in die Brust gestoßen und würde es dort langsam umdrehen. Was folgte, waren Tränen, Tränen und wieder Tränen. Er verließ sie. Sie hörte seine Schritte auf dem staubigen Weg. Er pfiff die Fahne hoch. Sie konnte nicht länger in der kleinen Stadt im Norden bleiben. Sie hätte es nicht ausgehalten, ihn länger nah anzusehen. Sie entschloss sich, wegzugehen. Sie kehrte zu Krausens zurück, erniedrigt und wie mit Füßen getreten. Es machte ihr nichts aus, als ihr beim Abendbrot die Frau erklärte, sie müsse aus gewissen schwerwiegenden Gründen das Haus binnen 3 Tagen verlassen. Im Gegenteil, sie begrüßte diese Neuigkeit mit Dank. Sie war dazu erzogen, zu gehorchen. Sie hätte sich von sich aus nicht entschlossen, der Frau zu bitten, sie zu entlassen. Nach 3 Tagen packte sie ihre 7 Sachen zusammen. Für das Geld, das sie für ihre Dienste erhielt, kaufte sie sich eine Fahrkarte in die Hauptstadt. Der Rest hob sie für schlechte Zeiten auf. Der Zug fuhr ein. Das Rattern der Räder, wenn der Zug über die Lücke zwischen den Schienen fuhr, beruhigte sie beinahe. Sie verfiel in einen gesunden Schlaf. Zum ersten Mal, seit sie mit Hans gestritten hatte, in der Stadt hatte Erna eine Freundin aus Kindheitstagen. Sie hieß Helene und arbeitete in einer Waffenfabrik. Sie ließ Erna bei sich wohnen und verschaffte ihr Arbeit in der Fabrik. Erst hier, inmitten todbringender Waffen, spürte sie die Last des Krieges, die auf ihren Schultern ruhte. Aber anstatt sie zu Boden zu zwingen, fühlte sie sich gestählt. Erna vergaß Hans und hörte auf, verzweifelt zu sein. Eines Tages hielt vor der Waffenfabrik ein schwarzes Auto. 3 Männer stiegen aus. Sie trugen schwarze Ledermäntel und lenkten ihre Schritte zur Portierloge. Arbeitet hier eine gewisse Erna Schwarz? Fragte einer von ihnen in barschem Ton. Ja, stotterte die erblasste Pförtnerin. Wo? Im Lager. Führe sie hin. Als die Pförtnerin die Männer zum Lagerraum führte, zitterten ihre Hände. Erna Schwarz? Fragte der älteste der Männer. Bitte. Sie bemühte sich, ruhig zu sprechen. Aber in ihrem Inneren läuteten die Alarmglocken. Sie kommen mit. Sie machte nicht einmal einen Versuch zu entrinnen. Sie stellte nur eine Kiste voller Pistolen ab und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab, als sie mit den Männern ins Auto stieg. Hoffte sie noch, als wie alles wäre ein böser Traum, der sich am Morgen in nichts auflöst.
Als sie aber dem Polizeikommandanten ins Gesicht blickte, verließ sie jegliche Hoffnung. Niedersetzen. Jemand griff hart nach ihren Schultern und setzte sie mit einem Ruck auf den Sessel. Der Mann gegenüber blickte verstohlen zu ihr herüber, indem er in den Papieren blätterte. Sie sind also Erna Schwarz. Sie wissen sicher, weshalb Sie hier sind. Sie wollte etwas einwenden, da brüllte er. Halten Sie den Mund! Sie wissen das nur allzu gut. Das da hat Ihnen gehört. Er hielt in der Hand das Sternchen, das sie Hans gegeben hatte. Sollte er... Nein, das konnte nicht wahr sein. Sicher ist es ein Irrtum, ein Versehen. Das war doch... Also war es ihr Eigentum? Der Polizist stand vor ihr wie ein Hund mit gefletschten Zähnen und schlug mit der Faust auf den Tisch. Ja, bekennen Sie, dass Ihre Mutter Jüdin war? Wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Der Polizist lehnte sich zufrieden in den Sessel zurück und blies Rauch aus seiner Zigarette in die Luft. Das hätten wir also. Ab. Was dann folgte, war entsetzlich. Eine von Fäulnis zerfressene Zelle, eine verwanzte Pitsche und ein Eimer, der für die Notdurft bestimmt war. Alles schien schrecklich zu sein, aber das Lager, wohin man Erna brachte, war die reinste Hölle. Stamm, alles grau in grau und ein langsames Dahinvegetieren. Es war ein Glück, den Tag zu überleben, aber nicht einmal in der Nacht war man sich seines Lebens sicher. Stacheldrähte zerteilten den Himmel und ein Vogel, der die Drähte ungeschickt Flug berührte, fiel tot zu Boden. Der Strom hat ihn getötet. Über den Hof schleppten sich halbnackte Jammergestalten, elende Schatten, denn mehr als Schatten waren diese Menschen nicht. Aber nein, sie waren alle sorgfältig in ein Verzeichnis des Todes unter einzelne Nummern aufgelistet. Auch Erna bekam eine Nummer. Der Name wurde in eine Nummer umgewandelt. Nachher wurde sie nur noch mit Nummer 659984 angeredet. In der Schreibstube ging es lustig zu. Ein junger Offizier hatte sich für den heutigen langen Dienst eine lustige Spielgefährtin aus dem gegenüberliegenden Freudenhaus eingeladen. Er brachte Champagner, Brötchen, Käse und Obst. Den ganzen Tag war Gekicher zu hören und eine übermütige Orgie. Erst am Abend erinnerte sich der Offizier, der schon sehr betrunken war, dass ein paar Formulare auszufüllen waren. Es waren Todesurteile. Mit großer Mühe schüttelte er das Fräulein von seinem Rücken, das über seinen Kopf eine Reitpeitsche schwang. Splitterfasernackt, wie Gott sie erschaffen hatte. Er begann Namen und Nummern zusammenzustellen. Er buchstabierte Erna Schwarz, Nummer 6599. Im Kopf drehte ihm sich alles, und das Fräulein, das unter dem Tisch gekrochen war, kitzelte ihn an der Sohle. 9-4, lass das, Elkira, stieß er hervor und beendete sein Schriftstück. Noch an diesem Tag und in dieser Nacht gingen die Verurteilten ins Gas. Am Morgen erwachte Erna in einem nach Schweiß stinkenden Loch. Die Ausdünstungen von mindestens 200 Körpern. Auch diesmal hatte sie überlebt. Man jagte sie hinaus in die eisige Kälte, nur so, ohne Schuhe und in Fetzen. Es hieß, die Leichen wegzuräumen und das dazugehörige Zettelchen entsprechend zuzuteilen. Ein alter, kurzatmiger Mann berührte sie leicht. Sie sind Erna Schwarz, übergab ihr das Zettelchen. Darauf stand Erna Schwarz, Nummer 659994. Erst erschrak sie. Sie wollte doch leben. Leben, trotz Ratten und Wanzen, Hunger und Durst. Aber in der Hoffnung zu überleben.
Rasch überflog sie die Nummer auf ihrem Unterarm. Die Nummer unterschied sich. Ihre Nummer war 659984 und nicht 994. Senkte den Kopf. Ihr wurde inne, dass in dieser Nacht um ein Haar dem Tod entronnen war. Der Mensch eines anderen Menschen erkauft war. So überlebte sie Tag um Tag, Nacht um Nacht. Man hatte sie fast vergessen. Amtlich existierte sie nicht mehr. Und eine Kontrolle der Nummern. Es gab doch viel zu viele. Und wie viele schon gestorben waren. Sie wusste nicht mehr, wie viel Übles ihr widerfahren war. Wie viele Nächte sie im Lager zugebracht hatte. Als das Kriegsende nahte. Das Ungeheuer war endlich erschöpft. Die Verbündeten begannen ihren Siegeszug. Eines Tages nahmen die Verbündeten das Lager ein. Dann lag Erna lange im Krankenhaus. Sie dachte an den Tod jener Nummer, die sich von ihrer Nummer nur durch eine Zahl unterschied. Auch daran, dass diese Nummer den Tod gebracht hatte. Sie nahm sich vor, das Grab zu finden, um wenigstens die Erinnerung an dieser Mensch Ehre zu erweisen. Nach Kriegsende fehlte ihr die Zeit. Langsam vergaß sie die Leiden, die sie durchgemacht hatte, und kehrte ins Leben zurück. Sie fand eine neue Arbeit und gründete eine Familie. Kinder blieben ihr versagt, und so adoptierte sie ein kleines Mädchen aus dem Kinderheim. Die Sorgen als Gattin und Mutter nahmen sie voll und ganz in Anspruch. Mit den Jahren stumpften die alten Schmerzen ab. Nur die Nummer auf ihrem Arm erinnerte sie von Zeit zu Zeit an das alte Versprechen. Erna trat vom Geländer des Balkons zurück. Jetzt hatte sie schon Zeit. Die Tochter war vor kurzem weggezogen. Den Mann hatte die alte Frau vor einem Monat begraben. Und der Besuch am Friedhof hatte eine längst verdrängte Erinnerung wieder wachgerufen. Am nächsten Tag machte sie sich auf und ging ins Museum, in die Matrik, in die Bibliothek und ins staatliche Archiv. Sie hatte Glück, unglaubliches Glück. Nach 8-stündigem Suchen fand sie eine Anmerkung über Gräber, wo dem Archiv entsprechend auch die Nummer 659994 begraben lag. Heute sind dort Gedenksteine, von denen manche Namen tragen. Je nachdem, was erhalten blieb und was nicht. Sie fuhr wie damals die ganze Nacht durch, um diesmal ohne Weinen. Sie brachte einen Strauß blutroter Rosen. Am Bahnhof beschrieb man ihr den Weg. Endlich. Ein Schauder lief ihr den Rücken hinab. Sie ging an den Grabsteinen entlang und suchte ihren Namen. Plötzlich blieb sie stehen. Vor einem der Grabsteine stand ein gebeugter alter Mann, der sich auf einen Stock stürzte. Sein grauer Regenmantel verbarg die Hälfte seines Gesichtes. Der Mann hatte Tränen in den Augen und Erna stockte das Blut in den Adern. Sie beobachtete ihn, wie er seinen Strauß auf das Grab legte. Dann ging sie auf ihn zu. Wie vom Schlag gerührt blieb er stehen. Er musste wiedererkannt haben, obgleich ihr Haar jetzt silbern blitzte. Sie war es. Nein, das konnte nicht wahr sein. Er hatte aus vertraulichen Quellen erfahren, dass Erna hingerichtet wurde. Das hatte ihn so viele Nächte verfolgt. Sie hatte ihn wie ein Hirsch gehetzt. Die Anzeige, die er gegen sie erstattet hatte, brannte ihn wie ein Vertrag mit dem Teufel. Er schloss die Augen. Erna trat an ihn heran. Sie blickte auf den Grabstein mit der Inschrift Erna Schwarz. Auch die Nummer fehlte nicht, aber es war nicht ihre. Wortlos neigte sie sich und legte ihre Rosen zu seinen Blumen. Ein Weilchen stand sie ruhig da, dann wandte sie sich zum Rückweg. Jetzt erst fing sich Hans wieder. Erna! Sie zuckte zusammen. Erna, du bist es.
Sie haben dich nicht hingerichtet. Erna drehte sich langsam nach der Stimme um. Ich habe dich gesucht, Erna. Du warst da. Das war damals eine Dummheit. Meine Erna. Ich bin froh, dass du lebst. Er war offensichtlich ganz verwirrt. Eisig unterbrach sie ihn. Ich bin schon längst nicht mehr deine Erna. Ich bin nur noch eine Nummer. Schließlich verdanke ich mein Leben, nicht dir. Halte mich nicht länger auf. Zu Hause erwarten mich meine Tochter und meine Enkelin. Sie ging fort. Hinter ihr blieb ein verlassener alter Mann, ein kleines Grab. Sie hatte ihr Versprechen eingelöst. Ja, ich würde mal sagen, wir halten auch heute wieder eine kleine Schweigeminute. Das ist das Beste, wenn hier mal ein bisschen geschwiegen wird dafür. Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr meinem Vorlesen zugehört habt. Und ja, bis zum nächsten Video.